So, ahoi meine Lieben, Sitkas hier in einer neuen Aufnahmesession bei The Long Dark. Während ich hier erstmal ein bisschen was trinke, muss ich mich erstmal ein bisschen für die letzten drei Folgen entschuldigen. Eine war zu kurz, die andere viel zu lang und vor allem, es ist nicht wirklich was passiert. Warum ist nichts passiert? Nun, ich glaube, das Spiel macht es uns jetzt wahnsinnig schwer, die letzte Begegnung mit dem Bären zu treffen, zu finden, wie auch immer. Muss mal gucken, welcher Tag ist denn heute? Heute ist wieder ein neuer Tag. Ich war gerade schlafen. Wie viel Essen habe ich denn bei mir? Ich habe hier noch zwei rohe Fische irgendwie gestern geangelt. Hier, zack, zack, da sind sie. Einen gebratenen Fisch habe ich noch dabei. Und hier habe ich noch zweimal Fleisch zum Essen auch am Start. Hier ist leer und mehr war auch nicht. So, was habe ich also gemacht? Also erstmal habe ich mir, ich habe ein bisschen offline gespielt, um mir Wege einzuprägen. Also einfach hier gewisse Dinge lang zu laufen, an Ästen, Bäumen, markanten Punkten, mir zu merken, wo ich abbiegen muss, damit ich hier ein bisschen weniger suchen muss, weil ich bin jetzt 3-4 Tage unterwegs gewesen und das Wetter ändert sich gar nicht. Was habe ich immer gemacht? Nun, ich bin im Moment bin ich ja hier im Lagerbüro. Dann laufe ich hier an den Gleisen hier hinten rüber zum Pelzjäger, um das kostenlose Feuer da zu nutzen, um das, was ich einen Abend vorher geangelt habe, dort zuzubereiten und Wasser zu machen. So, dann bin ich immer hier rüber. Also dann habe ich hier eine Möglichkeit, den Bären zu treffen. Ist mir in 4 Tagen nicht gelungen. Dann bin ich hier rüber. Hier ist dieses das ist einmal so ein Tal zwischen dem Jagdgebiet und der Bärenjägerhütte hier. Da habe ich den Bären auch einmal getroffen. Hier ja gleich am Anfang, hier danach einmal. War er auch nicht. Dann laufe ich hier noch weiter bis zum namenlosen Teich. Am namenlosen Teich kann man dem Teich hier folgen, bis hier oben. Auch hier habe ich ihn die ganze Zeit nicht gefunden. Dann schlage ich mich hier irgendwo hier durch. Hier habe ich ihn dann auch nicht gefunden, Richtung den Gleisterzug, und gehe dann immer wieder zurück zum Lagerbüro. Und den Rest des Tages gehe ich angeln und dann fängt der nächste Tag wieder an. So, und das habe ich jetzt ein paar Tage lang gemacht und ich glaube, dass ich an jeder dieser Positionen, die hier eingezeichnet ist, den Bären nur einmal treffe. Und wir hatten hier gleich am Anfang, da war er so verbuggt. Hier hatte ich ihn, hier hatte ich ihn, hier hatte ich ihn. Und auch hier, ne, wo ich noch so mich rumgewundert habe, warum speichert das Spiel da plötzlich mittendrin? Fehlt mir also nur hier die Rodungsfläche. So, und zur Rodungsfläche versuche ich dann morgen zu kommen. Oder gehe ich heute nur angeln, mache mir noch ein Feuer und gehe dann morgen darum. Also hier diesen Weg, das habe ich mir gemerkt, dann gehst du hier hoch, hier ist eine Birke und ein Stock, dann kommt ein Stock, ein Berg, zwei Stöcker, dann kommt noch ein Berg, dann gehst du wieder hoch, dann bist du schon hier und hier, dieser Weg hier durchzufinden. Also das ist irgendwie, wie oft ich hier dahin gelaufen bin, also hier zum Holzfällerlager oder sogar teilweise hier wieder bei Max letzten Widerstand oder hier totes Holz. Irre. Vor allem, wenn du hier bist und du biegst nur ein ganz bisschen falsch ab, du kommst hier vorne hin, das ist echt üppig. So, aber nicht weiter rumjammern. Die Frage ist, was machen wir heute? Zeige ich euch einmal noch die Runde, aber da ist nicht viel los. Außerdem habe ich bloß 2 Fische gefangen. Dann würde ich lieber sagen, ich gehe heute mal angeln und sammle Holz. Mach mir dann heute Abend den Fisch fertig und morgen schauen wir dann hier hin, zur Rodungsfläche. Das bedeutet, wir essen jetzt hier einmal uns richtig schön satt. Wir trinken uns, Sitt heißt es, glaube ich, ne? So, wie viel Wasser haben wir denn jetzt noch dabei? Oder ich gehe doch die Runde einmal. Ach komm, ich zeige euch das einmal. So viel Zeit muss sein. So, wir nehmen die Püfte sicherheitshalber doch mal in die Hand. Wer weiß, was passiert. Nicht, dass jetzt beim Neustart des Spiels dann doch wieder alles anders ist. Aber
Es ist so wie immer. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe dann, nachdem mir das irgendwann mal aufgefallen ist, dass ich hier nur noch Nebel habe, auch ein bisschen in diversen Foren gelesen, ob man irgendwo vielleicht, also ich war sogar so weit, dass ich gescheatet hätte und mir das Wetter hier ein bisschen anders hingescheatet. Ich konnte dazu aber nichts finden. Also müssen wir damit klarkommen. Dann zeige ich euch heute doch einmal die Runde, die ich hier immer gelaufen bin. Mittlerweile sollte ich sie ganz gut drauf haben, auch wenn jetzt wieder ein paar Tage vergangen sind, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Aber glaubt mir, ihr habt da wirklich nichts verpasst, weil ich bin immer wieder gelaufen. Irgendwann hast du dich, ach scheiße, jetzt weißt du wieder nicht, wo du bist. Also Spielstand laden, nochmal und nochmal und nochmal. Das ist wirklich auswendig bimsen. Und da blieb der Spielspaß wirklich deutlich auf der Strecke. Ich denke, das werdet ihr in den letzten drei Folgen auch schon gemerkt haben, dass es dann nicht wirklich viel Spaß gemacht hat, hier rumzulaufen. Aber mittlerweile, wie gesagt, die Strecke kann ich einigermaßen. So, wir bleiben an den Gleisen erstmal, bis wir hier den Tunnel gleich sehen können. Ich hoffe ja mal, wenn wir jetzt die letzte Begegnung mit den Bären hatten, dass dann auch endlich das Wetter wieder besser wird. So, ach so, was ist mir noch, was habe ich noch gelernt? In vielen Foren wurde beschrieben, dass das Sprinten, also das hier, enorm Müdigkeit verursacht. Man solle das wirklich benutzen, nur dann benutzen, wenn es wirklich nötig ist. Ich glaube, da ist was dran. Denn die ersten Tage, wo ich hier die Runden gelaufen bin und immer viel gesprintet bin, bin ich nach der Runde, war ich schweinemüde und konnte kaum noch angeln gehen, weil ich so müde war. Wenn man wirklich nur geht, scheint das ein bisschen besser zu sein. So, jetzt sehen wir da hinten den Tunnel. Also müssen wir jetzt hier ungefähr in diese Richtung. So, und das sind Wege, das kannst du wirklich nur auswendig lernen. Obwohl, den Bereich hier habe ich noch nicht auswendig gelernt. Also hier wüsste ich jetzt nicht, ja, an dem Stock oder an dem Baum. Aber hier findet man immer relativ gut zur Hütte des Bärenjägers oder Pelzjäger. Ist ja eine Pelzjägerhütte, kein Bärenjäger. So, dazu ist halt wichtig, hier nicht zu weit vom Kurs abzukommen. So, dann müsste hier gleich nochmal so ein kleiner Hügel kommen. Dahinter ist dann das Tal mit der Leiche. Ja, man sieht hier wirklich so gut wie gar nichts. So, also jetzt hier den Berg hoch. Und man muss sich dann wirklich auch die Zeit nehmen, ne? Nicht sprinten, ganz in Ruhe. Auch Überladung macht dolle müde. So, jetzt höre ich dann hier schon die Krähen irgendwo. Hä? Oh. Na ja, dann los. Komm her hier, mein Freund. Messer? Da habe ich auch gelesen, Messer ist von daher besser, dass der Wolf dann mehr blutet. So, jetzt habe ich aber einen Wolfsbiss, ich blute auch. Also nehmen wir mal einen Verband, oder muss ich mir den jetzt auch wieder neue machen? Und dann nehmen wir noch ein, ach nee, nicht zu essen, hier an diese, ich hasse das, diese Scheiße. Bitte ins Kreismenü machen. Rennt ihr doch immer noch umher. Da ist es. Auftrauen. Hä? Da blinkt doch irgendwas. Ah ne, das sieht besser aus. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Ah, da unten ist die Leiche, ne?
Jawohl, genau das Tal wollten wir erreichen. So, achso, ich war aber, wo war ich stehen geblieben? Beim Messer. Ja, das Messer, oder andersrum, wenn ich mich mit der Axt verteidige, habe ich gute Chancen, dass der Wolf direkt tot umfällt. Aber wenn er wegläuft, blutet er nicht so stark. Und wenn ich mich mit dem Messer verteidige, sind die Chancen, dass ich ihn gleich tödlich besiege, deutlich geringer. Aber die Chance, dass er dann danach irgendwo verblutet liegen bleibt, ist deutlich höher. So, also nehmen wir jetzt immer schön das Messer und hoffen mal, dass wir, wenn wir die nächste Runde hier laufen, den Onki hier finden. So, jetzt habe ich nicht ganz aufgepasst, wo ich mich hier hinbewegt habe. Aber ich glaube hier die Berge links lassen. Dann müssten wir auf diese Ebene vor der Pelzjägerhütte kommen. Da hinten. Jawohl, so, da sind wir. Das ist die Scheune, die da gerade rüber steht. Und da ungefähr geht es zum Pelzjäger. Oh, wir sind mittlerweile auch drei Hirsche. Das ist neu. Ich sollte mal die Waffe wieder in die Hand nehmen. Falls meine Theorie mit den sechs Treffen des Bären nämlich nicht passt und der mir hier plötzlich doch noch über den Weg läuft, dann macht das Sinn, wenn ich auch bewaffnet bin. So, gleich ist Mittag. Wir haben das gestern leider bloß zwei Fische gefangen. Das ist nicht so gut. Eigentlich hatte ich gehofft, dass ich mich mit dieser Taktik hier ein bisschen besser vorbereiten kann auf meine Reise dann zur Rodungsfläche. Aber mein Angelskill ist leider relativ gering. So, jetzt sind wir hier in der Hütte. So, jetzt können wir hier das Endlosfeuer benutzen und unsere Fische garen. Ich frage mich bloß, hier oben sieht man jetzt immer, ich kriege immer ein bisschen Lampenöl. Aber ich weiß nicht, wo der das hinpackt. Offensichtlich nicht in meinem Inventar. Also könnte es vielleicht auch sein, dass das mit dem Wetter doch ein bisschen verbockt ist, backt ist. So, Wasser hatten wir auch nicht mehr so viel, also lass uns noch schnell 2 Liter Wasser schmelzen. Und reinigen. So, und da mussten wir jetzt kein Holz sammeln. Wir sind nicht überladen. Und wir haben hier noch ein bisschen Fleisch. Und wir haben wieder 200 Liter Wasser dabei. Insgesamt geht es uns relativ gut. Ach so, bei den Klamotten, das kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Also ich renne immer noch auf Socken rum. Die leiden jetzt natürlich deutlich mehr. Von daher sollte ich auch bei meinen Socken mal wieder gucken. Achso, und hier getragene Rehhose, 70%. Wenn du die reparieren willst, brauchst du natürlich einmal Rehhaut, einmal Darm. Das könnte ich hier eigentlich mal machen, oder? Habe ich hier noch irgendwo Rehhaut? Hier habe ich Rehhaut, hier habe ich einmal Darm. Dann lass uns die Hose einmal reparieren. Natürlich vergeht hier wieder schön die Zeit. Ja, es ist Mist, aber zu machen. So, die Hose ist wieder gut. Habe ich noch was zum. Achso, habe ich denn noch ein bisschen Stoff dabei, um auch die Socken gleich einmal zu reparieren? Habe ich nicht. Dann müssen wir damit noch zurückkommen, weil hier können wir leider dürfen wir ihn hier nicht wegmachen. Ist alles rot markiert. So, denn los. So, und hier, ich habe jedes Mal gehofft, wenn ich hier rausgehe, dass mal wieder der Bär hier rumbackt, aber er tut mir nicht den Gefallen. So, dabei wäre das jetzt hier die erste Möglichkeit gewesen, auf ihn zu treffen. So, dann müssen wir hier den Berg hoch. Da liegt hier links so ein markanter Ast, direkt neben der Birke. Den merken wir uns. Und laufen hier einfach den Berg hoch.
andere Seite geradeaus weiter, den Berg wieder runter. So, dann kommt der Berg rechts und Steinbrocken. Dann müsste da gleich ein Ast liegen, jawohl. Der sagt, der zeigt ja nach links, also gehen wir einen Ticken nach links. Dann haben wir hier diesen Felsen, wo eine Kiste liegt. Interessanterweise, die wird jeden Tag wieder aufgefüllt. Could end up being useful. Ich höre hier irgendwelche Spuren. Das hört sich eine Hirsche an. Also die wird jeden Tag aufgefüllt, ja. Und da kann man hier auch sehen, was hatte ich dabei? So ein paar, weiß ich nicht, 5, 6 Schuss hatte ich vielleicht dabei. Mittlerweile habe ich schon 3 Schuss im Inventar und die Waffe ist vollgeladen. So, dann haben wir hier die beiden Äste. Die zeigen zwar nach rechts, aber da gehen wir mal links vorbei. So ungefähr. Dann sehen wir da so einen großen Ast, genau, an dem müssen wir auch, den lassen wir auch rechts liegen. Wenn du hier nämlich zu weit jetzt nach rechts abbiegst, dann kommst du immer zum Totholz. Also, so, von daher, ich bin hier wirklich ein paar Mal, weiß ich nicht, 7, 8, 12 Versuche, bis ich endlich die Route richtig raus hatte. So, dann geht's hier berghoch. Und da oben tauchen gleich im Nebel 2 Felsen wieder auf. Einer und noch einer. So, an dem müssen wir jetzt rechts vorbeigehen, denn zwischen den beiden ist eine unsichtbare Wand, die schaffen wir nicht. So, dann hier genau über diesen Hügel rüber. Und beim Runtergehen hier ein bisschen aufpassen, dass wir uns nichts verstauchen. Und dann sehen wir gleich die kleine Jagdhütte hier. Da haben wir mal ein Feuer gemacht. Ist da eigentlich noch was zu holen? Brennzeit, 1 Minute. Achso, wenn ich die alte Fackel nehme. Stark. So, hier haben wir den Bären also auch schon mal gesehen und auch getroffen. Aber hier treibt er sich halt einfach nicht mehr rum. Von daher denke ich, ich werde das letzte Mal auf ihn stoßen bei der Rodungsfläche. So, und jetzt können wir hier diesem kleinen zugefrorenen Bach folgen. Bis hierhin oder jetzt bis zum Ende des Bachs den Weg zu finden, das wäre ja sogar noch relativ einfach. Das hast du nach 3 Versuchen drauf. Aber danach, wenn der Bach hier oben gleich endet, ja, da hängt eine Bartfläche, die habe ich die ganze Zeit nicht einmal mitgenommen. So. Müsste hier gleich ein umgestürzter Baum kommen, der über dem Bach liegt. Na, wo ist er? So, da ist das Ding. Und jetzt kommt der eigentlich schwerste Teil der ganzen Strecke hier. So, jetzt muss man hier so ein bisschen, ja, so ein bisschen dem Gelände folgen, bis man wieder auf den Hügel trifft. Also, links muss es immer so ganz leicht berghoch gehen. Da ist dieser verkrüppelte Ast. So verkrüppelt ist er nicht, ist ein ganz normaler Ast, aber ist für mich immer so ein markantes Zeichen, an dem musst du vorbei. Dann bist du eigentlich auf einem guten Weg. So, und dann geht es hier wieder einen Hügel hoch.
So, und dann hier oben auf dem Hügel. Der macht irgendwie gleich nochmal so einen Rechtsknick, der Hügel. Den darf man natürlich nicht verpassen, das ist wichtig. Weil da müssen wir über den Hügel kommen. Hier. So, auf dem Hügelkamm laufen wir jetzt bis zur Felswand, die da schon im Nebel zu sehen ist. So, an dieser Felswand biegen wir links ab, bergrunter. So, dann müsste hier gleich nochmal ein kleiner Felsen kommen, da ist er schon. Und dann können wir hier zwischen diesen Felsen... zur Strecke laufen, zur Eisenbahnstrecke. Da ist es schon, da oben. So, und damit haben wir jetzt hier so 3,5, also den an der Bahnstrecke, den streifen wir vielleicht auch bloß, da müssen wir sicherlich richtig Glück haben, hier den Bären zu treffen. Aber die 3 Punkte bin ich halt jetzt zigmal abgelaufen und da ist einfach nichts. Der Bär ist einfach nicht da. So, und schon sind wir wieder zurück zur Hütte. Oh, da rennt ein Hirsch rum. Sicherlich, ich kann jetzt versuchen, wo ich ein paar Schuss über habe, auch nochmal ein bisschen mit der Püfte hier zu jagen. Aber ich würde jetzt den Rest des Tages nutzen und mal angeln gehen.